Moin Moin und herzlich willkommen, meine Lieben. Wir haben September. Aktuell tragen die Bienen sehr, sehr viel Pollen ein. Aber was sind aktuell die Pollen, die sie hier bei uns rundherum um den Bienenstand eintragen? Ja, es ist ja ein herrliches Gebrumme und Gesumme. Ich finde das immer wieder faszinierend, die Bienen bei der Arbeit zuzugucken. Wie ich ja eben schon gesagt habe, wir haben ja jetzt Anfang September. Die größten Arbeiten sind mittlerweile alle durch. Vereinzelt werden einzelne Völker nochmal kontrolliert auf Varroa-Befall und gegebenenfalls nochmal nachbehandelt. Die Völker werden auf Wintergewicht gebracht. Wir haben ja, wie gesagt, Segeberger und Frankenbeute. Da möchte ich mit euch aber noch ein extra Video machen. Heute geht es erstmal darum, was finden die Bienen rundherum um unseren, ja, ich sag mal so, Bienenstand und rundherum um unseren Bienengarten. Weil es ist doch mega faszinierend, die Pollenvielfalt, die man so sieht. Also ich kann auf jeden Fall so sagen, bei uns wächst und blüht noch das Springkraut. Das erkennt man immer ganz gut daran, wenn die Bienen wie so ein Punker zum Bienenstock zurückkommen. Wenn sie oben auf dem Kopf einen weißen Streifen haben, dann weiß man sofort, die Bienen kommen aus dem Springkraut zurück. Danach gibt es auch noch das drüsige Springkraut, wo die Bienen und die Hummeln sich auch noch ihren Nektar und ihr Pollen suchen für ihre Aufzucht der Winterbienen. Dann haben wir hier überall im Umkreis sehr, sehr viele Gründüngung. Da gab es ja schon die eine oder andere Diskussion mal, ob das wirklich so gut ist für die Winterbienen. Das kann sich gerne jeder selber so ein bisschen sein eigenes Thema drum denken oder dran denken. Wir haben auf jeden Fall einige Blühwiesen entdeckt bei uns, wo sehr, sehr viele Bienen von uns auch ihren Pollen holen. Teilweise kann es natürlich auch sein, dass jetzt vielleicht noch ein bisschen vom Mais Pollen eingetragen wird. Der Efeu fängt jetzt an zu blühen. Das ist auch noch eine sehr gute Pollenquelle. Dann haben wir auch noch große Felder, wo Weißklee angepflanzt wurde. Weißklee weiß ja selber jeder oder fast eigentlich jeder Imker. Weißklee bietet einen sehr, sehr guten Pollen und einen sehr, sehr guten Nektarwert. Also wenn ihr mal seht, jetzt kommen sie aktuell, ja, ich sag mal so, mit hellen Pollen angeflogen, was mega, mega faszinierend ist. Schaut euch das gerne an. Also ich finde das mega, mega faszinierend, wie sie doch am Fliegen sind und fleißig ihren Bienenstart auf den Winter vorbereiten. Einfach faszinierend. Ja, für uns gibt es in der Imkerei eigentlich nicht mehr so viel zu tun. Unsere Helfer füttern jetzt unsere Ableger und unsere Wirtschaftsvölker immer, immer weiter auf. Die kriegen jetzt des Öfteren immer wieder einen kleinen Stoß Flüssigfutter, damit die Bienenvölker denken, okay, es ist eine Tracht da, damit sie auch ihr Brutnest weiter ausbauen, kontinuierlich neue Brut schlüpft, die Königin kontinuierlich neue Eier legt, damit wir auch schöne, vitale Völker für den Winter haben. Ihr seht es ja selbst, wie unsere Mini-Plus-Völker fleißig am Fliegen sind. Also haben sie wahrscheinlich auch irgendwo eine Tracht gefunden, die sie gerade anfliegen. Es ist mega faszinierend, da einfach nur zuzugucken und den Bienen einfach mal beim Arbeiten, ja,
Oder sie einfach bei ihrem Regentreiben einfach zu beobachten. Unsere Mini-Plus-Völker, beziehungsweise die Völker von unserer Azubine, stehen mittlerweile auf 3 Zagen. Das ist auch das endgültige oder der endgültige Höhepunkt, wie wir sie dann auch in den Winter einwintern werden. Das reicht vollkommen aus, um hier genügend Winterfutter reinzubringen, damit die Bienenvölker auch wirklich vital und mit genügend Winterfutter durch den Winter kommen. Ja, meine Lieben, kommen wir auch wieder zum Schluss von diesem Video. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr das Video angeschaut habt und würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Bienenliebe-Team und wie gesagt, Daumen hoch nicht vergessen. Ciao, ciao.